Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Broadsword Age of Chivalry. Chivalry, irgendwie so glaube ich spricht man das hier aus. Ist ein rundenbasierendes Kriegsspiel, naja, was heißt Kriegsspiel, sondern eher aus der Ritterzeit. Wir werden auf jeden Fall mal die Kampagne anspielen. So, ihr seht, ich habe noch nicht gespielt. Eine neue Kampagne starten. Lerne die Grundlagen des Krieges kennen und hilf John de Arc, die Engländer aus ihrer Heimat zu vertreiben. Beende zuerst die... Achso. Ah, das ist eine Tutorial-Kampagne. Aktuelle Kampagne starten. Ja, müssen wir ja. So, Mission. Der 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich dauert schon über 90 Jahre. Die Stadt Orleans wird seit 6 Monaten belagert. John de Arc ist in der Stadt angekommen und hofft, die englischen Truppen endgültig aus Frankreich zu vertreiben. Doch, zunächst muss sie die Belagerung von Orleans beenden. Okay. Also ich glaube, dass wir hier nur Kämpfe haben in Runden basierend und mehr wird in dem Spiel eigentlich nicht passieren. Also ich denke, wir werden von Mission zu Mission hier hüpfen. Willkommen bei Broadsword. Hier ein kurzes Tutorial zum Spiel. Bei diesem Spiel geht es darum, die Handlungen deiner Einheiten im Detail zu steuern, um deine Gegner zu besiegen oder bestimmte Ziele zu erreichen. Du kannst jeweils nur eine Einheit kontrollieren. Bei dieser Mission musst du die Festung deines Gegners zerstören, während du ihn davon abhältst, die deine zu beschädigen. Da sich eine deiner Heldeneinheiten auf dem Kampfschauplatz befindet, musst du sicherstellen, dass dein Gegner sie nicht auslöscht. Okay. Also, das ist dann der hier, glaube ich. Dies ist die Heldeneinheit deiner Fraktion, ein gewaltiger Vorteil im Kampf, da sie die Handlungen eines Gegners oder Verbündeten beeinflussen kann. Wir werden später mehr dazu erfahren. Dies ist dein Standardfechter, nicht allzu stark, aber auch kein Schwächling. Sozusagen das Rückgrat deiner Kampftruppe. Okay. In jeder Runde des Spiels kannst du jeder deiner aktiven Einheiten eine Bewegungs-, eine Angriffs- und gegebenenfalls eine Spezialaktion zuweisen. Zunächst wählst du eine Einheit, indem du sie anklickst. Das ist ja nicht schwer. Nun kannst du deine Einheit bewegen. Du siehst nun, auf welche hexagonalen Bereichen, also Hexfelder, du deine Einheiten bewegen kannst. Wähle ein Hexfeld im erlaubten Bereich aus, um deine Einheit dorthin zu bewegen. Je nach der gewählten Einheit und Terrainbedingungen ändert sich dieser Bereich. Okay, also den blauen Bereich hier können wir laufen. Wenn du dein gewünschtes Ziel erreicht hast, dann kannst du eine der folgenden Aktionen durchführen. Einen Angriff, wenn sich der Gegner innerhalb deiner Reichweite befindet. Eine Spezialaktion, die nur die gewählte Einheit hat, zum Beispiel Fähigkeit oder Bauen. Haben wir hier eigentlich überhaupt nichts. Du kannst deine Einheit auch mit rückgängig auf ein anderes freigeschaltetes Hexfeld bewegen. Wähle beenden, wenn du für diese Einheit keine weiteren Befehle hast. Beenden. So, dann können wir doch mit dem noch laufen. Also irgendwo einen vorgeschriebenen Weg haben wir ja gar nicht. Beenden. Wenn du alle Aktionen beendet hast, dann rufst du mit dem Kampagnenknopf das Gefechtsmenü auf und beendest deine Runde. Du musst alle Einheiten vorher Befehle erteilen, sonst geht die Gelegenheit verloren. Was können wir in unserer Burg hier machen? Ausbilden. Upgrade. Okay, da können wir noch nichts machen. Landarbeiter 5. Können wir auch nichts machen, weil wir kein Geld haben. Die Uhr hier? Nee, doch. Die nächste Runde geht an deinen Gegner. Das heißt, du musst deine Aktion gründlich planen, um potenzielle Bedrohungen schon frühzeitig zu erkennen. So, wird jetzt die Runde beendet. Enemy Turn. Der hat... Hat der keinen Helden? Ah ja, das ist jetzt das Gefechtsvideo. Also ich glaube, am Anfang ist es bestimmt nur schön anzuschauen, aber ich glaube, nach dem 100. Mal, ich glaube, klickt er zum Überspringen. Also, wir haben jetzt 7 Reiter verloren. Im Gegner habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Du hast soeben eine Kampfszene gesehen. Sie zeigt dir, welche deiner Truppen sich am besten gegen Gegner geschlagen haben. Du kannst dieses Feature in den Einstellungen deaktivieren, um das Gameplay zu beschleunigen. Jetzt bist du wieder an der Reihe. Hast du schon bemerkt, dass du mehr Ressourcen hast? Der Grund ist, dass dir zu Beginn jeder Runde im Spiel... Was? Jeder Runde neue Ressourcen zugeteilt werden.
Im Spielverlauf verwendest du Gold, Holz, Lebensmittel und Forschungspunkte, um zusätzliche Einheiten und Strukturen zu schaffen. Aber mache dich jetzt erstmal weiter mit der Steuerung und der Bewegung deiner Einheiten vertraut, bis du nahe genug an einen Gegner herankommst. Wir sind eigentlich schon extrem nahe hier am Gegner. Jetzt befassen wir uns mit dem Angriff. Bewegst du deine Einheit auf ein Hexfeld neben einem Gegner, dann erscheint die Angriffsoption. Ziele in Rot stehen für Angriffe und zur Verfügung. Wähle sie mit Bedacht. Wenn du deine Wahl getroffen hast, musst du den Angriff betätigen. Ja. Also, das hier. Ja. Als Rot. Ich wähle das aus, aber das geht nicht. Was haben wir hier? Das ist unser Menü. Da kommen wir zur nächsten Einheit. Bewegungskosten. Aber wie können wir jetzt angreifen, wenn es rot heißt? Ah, unsere Einheit anklicken. Jetzt angreifen. Die hier. Aktion bestätigen. Kämpfen. Ah, 5 Gegner verloren und 7 von uns. Na, das ist natürlich schon extrem. Vor allem Schwertkämpfer hier gegen berittene Kämpfer. Oh, schaut mal hier hin. Wir haben überhaupt keinen verloren. Und die gleich 18. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier überhaupt? Beendner. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Ausbilden. Landarbeiter. Können wir uns auf jeden Fall kaufen. So. Mit dem können wir dann bestimmt auch was bauen. Jetzt machen wir erstmal Runde beenden. Das könnten wir jetzt eigentlich mal überspringen hier. Wir sollen ja die gegnerische Burg hier zerstören. Gebäude. Ausbilden. Halt, Landarbeiter. Truppe. Achso, da müssen wir nochmal extra auswählen. Jetzt gehst du erstmal hier hin. Der kann nichts bauen. Da werden wir jetzt erstmal hier angreifen. Da ja die sowieso angeschlagen sind hier, müssen wir jetzt eigentlich eine bessere Chance haben. Oh ja. Wir haben einen einzigen verloren. Schau mal ihn an. Er hat nämlich nur noch 6. Dürften wir jetzt ja ohne Probleme eigentlich schaffen hier. So, dann müsste er jetzt eigentlich vernichtet sein. Ja. Können wir den noch bewegen? Ne, machen wir Runde beenden. Ah, der ist ja auch schon fast tot. So, dann können wir jetzt mal zu seiner Burg hier übergehen. Kannst du bei den Steinen hier irgendwas machen? Nee. Angreifen. So, wir greifen jetzt die Fechter an. Das können wir überspringen. Da fällt er auch. Jetzt kannst du die gegnerische Burg angreifen. Nutze, was du hier gelernt hast, um sie zu zerstören und deinen Einsatz erfolgreich abzuschließen. So, dann müssen wir jetzt eher schon mal Runde beenden, weil unsere Aktionspunkte sind durch. Angreifen, die Burg. Schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn wir hier die Burg hier angreifen. Ja. Ah, hier ist die Burg. Wenn wir natürlich das jetzt hier nicht verlieren, ey. Da haben wir jetzt noch... Hey, wir haben keinen verloren. Und die gleich 11. Okay, dann mit dem gleich hinterher. Angreifen die Burg. Vielleicht haben wir hier jetzt auch Glück und verlieren keinen. Drauf mit euch, komm. Da haben wir auch keinen verloren. Das ist natürlich super. Schicken wir jetzt mal die hinterher. Die werden ja eh nicht so gut sein. 10 Gesundheit, 11 bis 13. Ja, aber dahinterher schicken tun wir es auf jeden Fall.
könnten wir jetzt mal probieren, was die hier für einen Schaden machen. Das brauchen wir jetzt gar nicht mit anschauen. Und? 10 von 10. Ei, die haben auch keinen Schaden genommen. Angreifen die Burg. So, jetzt glaube ich, fällt die Burg gleich. 13. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen es jetzt. Ja, da steht er selber, steht nicht mehr viel. Jetzt müssten sie eigentlich komplett überrennen. Und, werden sie fallen? Yes, da haben wir es. Die Burg ist gefallen. Das war dann also die Mission. Da haben wir es doch. Victory, Punkte zeigen. Du 3, Gegner 0. Naja, also ihr seht, funktioniert einwandfrei. Wir waren jetzt hier. Also dann müssten ja das, wenn wir hier zurückgehen... Achso. Aktuelle Kampagne starten. Ja. Nachdem die Engländer aus Orleans vertrieben waren, musste die Umgebung von ihren Truppen befreit werden. Erste Ziel war es im Osten gelegene Jagio... Was? Weiß ich nicht. Also ihr seht das selber, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Missionen in dieser Kampagne. Das war jetzt, wie gesagt, die Tutorial-Mission. In der nächsten Folge werden wir dann mit der Mission hier unten weitermachen. Ich hoffe natürlich, ihr seid wieder mit dabei. Würden wir auf jeden Fall sehr freuen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.